Nachdem ich den lieben älteren Senior, den Inu, vorgestellt habe, hier nochmal sehen, das Video ist hier auch zu finden bei YouTube, ist nun der Rüde Serdel dran. Kleiner brauner Knubbel. Ja, auch ein bisschen Jack Russell typisch. Ne? Die Beine, das kurze Beine, ein bisschen krumm, ja. Das sieht aus wie die gute alte Jack Russell-Rolle. Ja, aufmerksam, schön. Also, die Informationen zu Serdel. Rasse Mischling, auf jeden Fall. Größe klein, mittel. Ich würde mir eher sagen klein. Jack Russell Größe, kann ich mir vorstellen. Geburtsdatum 2013, der wäre 11 Jahre alt. Ja, sieht mir aber jünger aus, ehrlich gesagt. Aber aufgeweckt. Spaß am Leben. Die Beschreibung, also. Serdil wurde gefunden und am 22.03.2023 zu uns ins Tierheim gebracht. Also er lebt jetzt gut 1,5 Jahre im Tierheim. Ist eigentlich schon zu lange, so ein kleiner Knubbel. Serdil ist ein niedlicher, etwas molliger Hund. Naja, mollig. Ja, bisschen Babyspeck, aber schön. So. Hund, etwas molliger Hund mit einem sehr ruhigem Temperament, aber mit Charakter. Ja, wenn ein Jack Russell drin ist, mit Charakter, ja. Er hat ein ruhiges Tempo bei den Spaziergängen, ist höflich und nett zu den Menschen. Das ist das Wichtigste. Ist er zu seiner Familie. Serdel ignoriert die vorbeigehenden Hunde. Sehr gut. Aber wenn ihn jemand anbellt, lässt er es nicht ohne Antwort. Genauso ist es. Immer die passende Antwort, wenn jemand doof kommt. Serdel ist unglaublich sanftmütig, fröhlich, höflich und liebevoll. Trotzdem wartet er schon sehr lange auf sein Zuhause. Komisch, gerade die kleinen Hunde. Hat er kopierten Schwanz, ja, kurz und kopierten Schwanz. Also perfekt, wenn er vor einem steht so und bettelt, gib mir Leckerchen oder streichel mich. Er liebt es, sich in Ruhe zu ahlen und manchmal kann er trotz des vorherrschenden Lärms im Tierheim einschlafen. Ja, sehr, sehr, sehr entspannter Hund, genau. Ihm genügt es, nur eine weiche Schlafstätte zu haben. Ein Sofa, ein Bett, ein schönes Körbchen, immer Leckerchen, genug zu essen, zu trinken, Auslauf. Perfekt. In unseren Augen besitzt Serdel eine ungewöhnliche Schönheit. Mit seinen Zwingerkollegen kommt er in der Regel gut zurecht. Nur die mit einem sanfteren Charakter als er selbst kommandiert er gerne herum. Genauso wie mein Jack Russell. Er ist immer der Boss. Sobald ein anderer Hund ein bisschen demütig ist, demütig nicht, aber nicht so, ja, wie soll ich sagen, so, ah, ja, kann man schlecht sagen. Auf jeden Fall, Jack Russell klein gemein. Serdel hat eine Kralle verloren, sodass man seine Pfote regelmäßig kontrollieren sollte, damit keine Infektion eindringt. Ja gut, ist aber kein Problem. Das gibt sich wieder. Serdel kommt aber gut damit zurecht, ist dadurch nicht eingeschränkt. Perfekter Hund für ein Ehepaar, vielleicht mit größeren Kindern, aber ich bin ja immer der Freund von, wenn ältere Menschen einen Hund haben, mit dem sie spazieren gehen können, der für sie da ist, wenn sie nach Hause kommen. Ist egal, ob es ein Pärchen ist oder eine Einzelperson, einzelner Mann, eine einzelne Frau. Ja, genau. Wäre also so ein schöner Hund, gefällt mir sehr gut. Ein tolles, ein aufgewecktes Gesicht. Die Rolle, ein schönes Zuhause bieten möchte und ihn aus dem Tierheim rausbringt nach Deutschland, also raus nehmen lassen sollte, nach Deutschland, der wird natürlich gebracht, Mann. Der kann sich melden, die Kontaktdaten unten in der Beschreibung vom Video. Genau. Serdel, ich wünsche dir viel Glück und deine zukünftigen Herrchen, Frauchen, deine Familie werden glücklich mit dir sein. Tschüss.